Hey Loser, herzlich willkommen zu einem neuen Locals-Video und heute Spellbook, es lief nicht gut, es lief wirklich, wirklich nicht gut. Lass mich hier mal wieder den Pulli einholen, mir ist wirklich, wirklich kalt in den Händen. Wie euch vielleicht auffällt, sind wir jetzt an einem anderen Setup, nämlich dem, das ich vorher immer benutzt habe. Ich habe nur aus Faulheit dann meistens den Locals-Shit, den Reloaded-Stuff mit den Remote-Sachen am Schreibtisch aufgenommen. Wie dem auch sei, Remote-Locals laufen bei mir auf dem Discord, weil immer Leute fragen, hey Gurke, wie kommst du zu Locals? Weil Leute es anscheinend nicht schaffen zuzuhören, wenn ich am Ende des Videos sage. Aber gut, ich werde noch ein dediziertes Video dazu machen, denn es ist jetzt wirklich eine große Sache geworden. Wir schaffen eigentlich konstant über 30 Leute. Es ist crazy und wie dem auch sei, Spellbox liefen entsetzlich. Ich werde euch jetzt mal zeigen, warum dieses Deck kacke ist. Let's go! Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Schaden mit dem Main-Deck. Wir spielen eine High Priestess. Theorie. Theorie hinter einer High Priestess. Die Karte ist kacke zu ziehen. Ist fast immer tot. Ist sie auch immer noch. Und mit Prosperity aber können wir sie quasi suchen. Nein. Nein. Spiel 2 oder 0. Keine Ahnung. 2 habe ich nie getestet. Ich habe halt keine zweite Secret. Ich wollte ihn hübsch spielen, aber... Ja, weiß ich nicht. Ist bestimmt in Ordnung auf 2. Ich zoome mal näher ran. Machen wir weiter mit 3 Blue Boys. Blubber Boys. Die habe ich mir in hübsch geholt. Ich hab endlich die Ultis abgelöst. Die sahen kacke aus. Auch bei Secrets und Fate. Fate sieht immer noch aus wie Arsch, weil ich da so deutsche kaputte Ultras habe. Aber die Blubber Boys und die Secrets sind ziemlich sick. Ami Ultra aus Battles of Legend. Die sind. Oh, ich bin ein großer Fan davon. Ist ja schön und gut, dass deine Norm mit Sam plus 1 geht, aber dein Deck macht nichts. 3 Jauchen brauchen wir, um zu gewinnen. Problem ist, wir brauchen Blue Boys als Norm mit Sam und plus zu gehen und wir brauchen Jauchen als Norm mit Sam, um eine Chance zu haben. Und dann haben wir nicht mal immer die Equip Spell, die ihn überhaupt, die dafür sorgt, dass er überlebt und Leute Main Decken Cosmic zeigt. Und ihr seht vielleicht, inwiefern ich ein bisschen salzig bin. Heute war übrigens auch die Premiere, dass jemand ein Full-Proxy-Deck gespielt hat und das wird auch sowas von das letzte Mal sein. Der liebe Unkraut hat 90 Proxys gespielt. Ein paar Karten hat er davon, aber er hat sie alle geproxied, weil es Comedy ist und er hat die auch selbst gemalt und shit und dazu kommt vielleicht ein Deck-Profile, aber er ist auch extrem salzig. Ich bin übrigens 1-3 gegangen und er auch, deswegen. Lustig. Handraps, 3 Nibiru, Nibiru ist cute. 3 Ash hatte basically keine Action. Ich habe immer die falschen Karten heute geashed. Ich weiß nicht, was heute mit mir los war. Ich war sowieso nicht unbedingt in der Stimmung für Locals. Das Deck macht einfach keinen Spaß. Das sind übrigens auch schon alle Monster. Warte. 7. 13 Monster. Ja, es ist so trash, Mann. Es ist wirklich, wirklich kacke. Spells. Hey, 3 Sekret. Guck mal, wie hübsch die sind. Again. BLLR-Amis sind einfach wirklich, wirklich hübsch. Ja, gute Karte. Braucht man. 2 Master. Gibt Leute, die ja sagen, hey, ich spiele nur eine davon, weil die ist voll kacke, mit der könnt ihr bricken, bla, nein, spiel 2, 2 ist optimal, also legit, 2 ist die einzige Ratio, die Sinn macht, ich spiele nicht weniger als 2. Es gab ja so ein Video von Rogue Theory, eigentlich mag ich den Kanal voll und, aber der hat ein Video über Spellbook gemacht, in dem er gesagt hat, ich würde nicht empfehlen, mehr als einen Master zu spielen, weil, weiß ich nicht mehr genau warum. Ich habe da abgeschaltet. Ich habe mir einfach gedacht, boah, du dummer Hurensohn, halt den Maul, Alter. Gern, ich will niemanden offenden. Das ist einfach nur so, wie ich rede. Wenn es jemanden stört, dann tut mir leid, das ist der falsche Kanal für dich. 2 Fade. Gern, sieht scheiße aus. Aber guck mal, eine ist richtig geil kaputt. Die habe ich, glaube ich, 6 Euro bezahlt in Lightly Played. Alter. Ist schon ein paar Monate her, though. Aber, ich finde halt allgemein die Ultras schöner, aber die Ami-Ultras sind die schönsten. So, keine Ahnung. Ja, das ist ein ziemlich Standard-Line-Up, was ich eigentlich so seit ein paar Monaten mir denke. Ja, das ist ziemlich agreed upon. Das sieht gut aus. Da können wir bleiben. Dementsprechend ist das unser Line-Up von den OG-Books. Dann haben wir einmal Wisdom. Nullmal Power. Power ist kacke. Wisdom kam nicht ein einziges Mal heute auf. Es ist crazy. Es wäre bestimmt mal aufgekommen, denn, mein Jaugen hat heute irgendwie 3-mal Forbidden Shadows bekommen. Sogar von 2 unterschiedlichen Leuten. Okay, das ist das Weirde. Scheinbar wird Forbidden Shadows gerade beliebt. Keine Ahnung. Da wäre sie bestimmt nützlich gewesen. Aber gleichzeitig nimmt es mir dann ja auch den Effekt der Equip Spell weg. Und keine Ahnung. Das ist dumm. 2 Knowledge, denn... Keine Ahnung. Konfliktet halt mit wie hieß er? Topf. Ja, keine Ahnung. Habe ich keine wirkliche Meinung zu. Die Karte ist einfach gut. Einmal die Field Spell macht halt nichts.
schön, dass du plus 1 machst und lauter Karten ziehst und alles recycelst und shit, aber du machst nichts mit dem Deck. Und 2 Eternity habe ich auch immer so gelassen. Ich muss mir mal dringend Deutsche holen oder Englische, denn Italienisch ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr unschöne Sprache. Also ja, Eternity auf 2 ist einfach perfekt. Das ist allgemein die perfekte Spellbook Ratio, Fight Me. Dreimal die einzige Karte, mit der wir gewinnen können. Wenn wir die an Jauchen equippen, haben wir basically gewonnen. Müsste halt erstmal ziehen, wa? Imagine, du ziehst sie einfach jedes Game nicht und dann ein Game ziehst einfach 3 davon. Ja, es ist passiert. Oh Gott, geil, ich liebe es, wenn so Sachen auf den Boden fallen, Leute. Wir fahren fort mit der Money-Karte, weswegen ich mir dachte, ey, yo, lass mal Spellbooks ausgraben, denn damit ist das ja mega konstant. Du kannst aber High Priestess adden und dann crazy shit machen, aber... Nee, die ist insane. Aber nicht ins Spellbook. Das ist voll kacke. Das Ding ist ja, die sagt, den ganzen Zug über darfst du nicht extra mit Karteneffekten ziehen. Nicht nur für den Rest des Zuges, so wie X-Draft. Deswegen, wenn du die Field Spell offen hast und dann, keine Ahnung, mit der Field Spell in diese Karte jetzt ziehst, ja, die ist tot. Oder wenn du die 4 Turns ziehst oder eh schon auf der Hand hattest, ne, dann muss ich mir überlegen, will ich überhaupt recyceln? Das Ding ist ja, du machst das hauptsächlich wegen dem Recycling. Das Plus ist ja ganz nett. Also, wenn die kein Plus machen würde, wäre sie ja wirklich kacke, aber... So, du musst sie so oder so spielen, um zu recyceln, ne? Also, keine Ahnung. Hab mich nicht um. Der Topf ist jedenfalls nice, obviously, aber nicht unbedingt in dem Deck. 3 Duality. Duality war heute cool. Ich mag Duality. Deswegen mache ich auch den Prosperity so gerne, weil ich mache einfach Duality zu resolven. Das ist eine coole Karte. Ich mag sie. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Wir fahren fort mit 3 Dank Ruler No More. Ich habe wirklich überlegt, will ich Nibiru oder Dank Ruler spielen? Und da hat mir der gute Unkraut, der 90 Poxys Mann, gesagt, yo. Jauren plus Dark Ruler outet fast jedes Board und das stimmt, deswegen habe ich die einfach auch noch gespielt. Ich hatte davor Alpha Main Deck, die hätte ich mal lassen sollen. Ne? 13 Monster sind halt wirklich wenig. Wir fahren fort mit den letzten beiden Karten. Ein Feather Duster und weil ich noch eine Karte frei hatte und weil es Comedy ist, Rageki. Ich habe heute bestimmt 3-mal Rageki gezogen, ist nicht mal mehr lustig. Die Karte ist echt lustig. Lustig, sagen wir es so. Wir machen weiter mit dem Extra-Deck. Obviously 40 Karten Main-Deck und obviously 15 im Extra-Deck. 3 Crowley nie beschworen, den 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 auch nicht, den auch nicht, den aber. Und dann habe ich deswegen gewonnen. Nice! Es ist useless. Ich habe basically mein Musket-Extra-Deck genommen und ein paar Karten dazugepackt. Ende. Ich muss den Scheiß am Ende aufräumen, ne? Yay. Okay, cool, fahren wir fort. Side Deck, 3 Alpha. Ich kann euch nicht sagen, in welcher Situation ich den reinsiden würde, aber ich habe es ein paar Mal getan. Ich weiß nicht mehr, was mein Reasoning dahinter war, aber ich denke allgemein beim Siden nicht viel zu viel nach. 3 Landseer wären bestimmt nice gewesen, wenn wegen Invoke, wenn man sie denn mal ziehen würde. 3 Super Poli, again, wäre nice gewesen gegen Invoke, wenn man sie mal ziehen würde. Habe ich stattdessen gegen Code Talker, aus allen Decks der Welt, gegen Code Talker musste ich letzte Runde spielen. Also ich bin dann in der 5. Runde gedroppt, weil es mir zu blöd war mit einem 1-3-Record und weil ich allgemein scheiße Hunger habe. Ich habe übrigens immer noch nichts gegessen, ich habe immer noch scheiße Hunger. Super Poli wäre cute gewesen. Ich kann halt einmal Duke machen und der ist cute, I guess. Cosmic kam tatsächlich nicht rein, lustigerweise, und die da hätte ich Main-Decken sollen. Die war noch eigentlich im Main-Deck, da habe ich sie geswappt gegen Dank Ruler und das war, ich weiß nicht. Ja, alles in allem eine Katastrophe, ich hatte heute überhaupt keinen Spaß, nächste Woche kommt wieder ein cooles Deck. Vielleicht Monarch BA, vielleicht Mermail, vielleicht, also legit Monarch BA, ich mein's ernst. Ich habe mir sogar einen BA-Shit geholt, der ist so teuer geworden, ne? Das geht gar nicht klar. Tier 5 war das Stück, Alter. Vielleicht, welches andere Deck wollte ich noch spielen? Ach, keine Ahnung mehr, habe ich's vergessen. Orkus, genau. Die 3 Decks sind so Contender, die ich vielleicht spielen würde. Und ansonsten warte ich halt auf neue Sets, bis da endlich wieder was Cooles rauskommt. Also ja, ich danke euch fürs Zuschauen, dass euch diesen Scheiß hier angesehen hat. Es kommt bald noch ein Video, das erklärt von wegen, yo, wie läuft's eigentlich ab mit den Locals. Es kommt auch noch das 1K FAQ irgendwann mal, wenn ich mich dazu aufraffen kann. Es ist wirklich ein bisschen Antriebslosigkeit zurzeit. Also ja, in dem Moment haben eh schon alle abgestellt. Also wir sehen uns im nächsten Video. Tüdelü.